Und weiter geht's mit Let's Play God of War 3. Und wir haben schon wieder eine Nachricht bekommen, aber der muss jetzt leider warten. Dann lass uns ihn allein. Auch in Ordnung. Oh, das finde ich aber jetzt nicht so nett hier von der Gaia. Ich glaube, die werde ich gleich mal umlegen. Ich habe gelebt als Krieger. Ich bin gestorben als Gott. Ich brachte das ultimative Opfer. Mir wurde Erlösung verweigert. Ich besiege den Olymp. Ich werde meine Rache bekommen. Tja, da sind wir jetzt alleine gelassen von allen. Traurige Sache. Aber der Gaia werde ich es auf jeden Fall nochmal besorgen. Also, sie töten. Versteht sich. Oh. Hey, können Sie mich hier in Ruhe lassen? Danke. Und ich schwimme einfach mal geradeaus. Hey, lasst mich in. Die saugen zum einen und zum anderen und zum anderen unser Leben aus. Und schon wieder. Saugt ruhig an mir, mir gefällt es. Macht ruhig weiter. Und hier können wir aber endlich hochgehen. Ihr seht schon, wir sind schwer getroffen, können uns kaum mehr bewegen. Und laufen jetzt einfach mal hier den Weg entlang. Und ich hoffe, ich bin richtig. Ja. Scheitert an den Zielstrebigen, Kratos. Athene? Du hast mir gefehlt, Spartaner. Ich glaube... Mein Lebensopfer für Zeus bescherte mir eine höhere Existenz. Du siehst aber noch aus wie eine Olympierin. Äußerlichkeiten können trügen, Kratos. So wie die Kinder des Olymps. Vielleicht. Aber weißt du noch, deine Klinge hat mich getötet. Meine Klinge sollte Zeus treffen. Ich habe nicht viel Zeit. Gegenwärtig tobt der Krieg um den Olymp weiter und die Menschheit leidet. Lass sie leiden. Der Tod von Zeus ist alles, was zählt. Zeus fällt nicht so leicht wie Ares. Um den König der Götter zu vernichten, musst du die Quelle seiner Kraft finden. Das Feuer des Olymps. Du hast dich einst selbst geopfert, um Zeus zu retten. Und nun willst du ihn vernichten? Woher dieser Sinneswandel? Ich habe nun die Wahrheit erkannt. Schaffen wir es die hier, dass du mir vertraust? Dies sind die Verbannungsklingen. Sie werden dich auf den Weg zur Flamme leiten.
Denk daran, solange Zeus herrscht, gibt es keine Hoffnung für die Menschen. Vernichte das Feuer, Kratos, dann zerfallen die Grundfeste des Olymps zu Staub. So, und so muss es sein, wir haben neue Waffen bekommen, nämlich die Verbannungsklippen. Und damit können wir anscheinend dem Olymp ziemlich viel Schaden zufügen. Und das sieht doch sehr verdächtig aus. Wir fliegen. Und es sind auch schon wieder Gegner. Und ihr seht, diese Waffen scheinen sehr effektiv zu sein. Und haben eine sehr große Range. Also sind sehr weit. Oh mein Gott, das ist ja mein... Moment, ich mach's gleich nochmal. Okay, anscheinend haben wir durch die Waffen auch andere neue Fähigkeiten bekommen. Und wir können anscheinend auch Gegner packen. Ja. Und hier können wir, schätze ich, speichern. Genau. Sollten wir auch tun. So, und weiter geht's. Mit R2 können wir anscheinend... Achso, ja. Das haben wir ja gerade gemacht. Und hier ist eine Kiste. Grün steht, schätze ich, einfach mal für Leben. Stimmt es? Vielleicht stimmt es auch nicht. Ah, das war so klar, dass ich es verkacke. Das war so klar. Aber man hat ja normal immer 3 Leben. Also zumindest haben wir hier so viel Leben, dass wir es auf jeden Fall schaffen. Gut, es war jetzt der 2. Versuch. Und beim 3. Mal soll es dann auch klappen. Alle guten Dinge sind 3. Wenigstens sind wir jetzt an einer anderen Stelle gestorben. Das sollte man schon mal anmerken. Das gilt also jetzt nicht. Hä? Warum komme ich denn da jetzt immer rüber? Oh Mann, ich sehe schon, das wird verdammt lange werden. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. 5 Minuten noch? Nee, 7 Minuten. Okay. Nein, so sollte es nicht werden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt haben wir aber schon mal geschafft. Ihr seht, die beiden Parts hier werden, also der letzte und dieser hier, sind sehr... Ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Da wird sehr oft drin gestorben. Und noch einmal. Okay. Das hätten wir jetzt. Das kriegen wir schon mal hin. Oh, und jetzt noch das. Ah, das wird verdammt eng. Ja, also das darf doch wohl nicht wahr sein. Da muss es doch einen Trick geben, oder nicht? Ich bekomme es eben nicht hin, irgendwie hier diese Flügel auszufahren, fragt mich nicht warum. Na, also, keine Ahnung, ganz ehrlich. Unglaublich, also das habe ich noch nie erlebt. Ich mache echt hier 10 Minuten an so einer Springstelle hier rum, das wird wohl nicht wahr sein. Also, das ist doch nicht normal. Jetzt mal ohne, das ist doch wohl nicht normal. Das Game cheatet doch hier.
Das erste, was ich mache, ist, hier mein Hack irgendwie für God of War 3 besorgen. Das allererste, was ich hier nach dem Let's Play mache. Nach dem Teil hier. Unglaublich. Also, was habe ich schon lange nicht mal erlebt. Jetzt aber. Ja, man droht einmal hier mit dem Hack und schon funktioniert es dann. Ich wusste, du kommst zurück, Shatana. Hast du mich vermisst? Okay, das kennen wir ja schon. Kommt her, meine Freunde. Oh yeah. Das ist schon eher nach meinem Geschmack. Das kriege ich auch noch hin. Zumal es auch viel besser aussieht, wenn man irgendwie immer in den Graben reinspringt. Und wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Babam! Down ist er. Weiter geht's. Sollen wir darüber klettern? Ich schätze mal, ja. Das sah so unauffällig aus. Und wir können Gegner packen, dann machen wir das gleich mal. Ja. Sehr spektakulär. Und ich packen wir auch gleich mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Werden hier aber ziemlich viele. Oh nein. Das sah gerade nicht gut aus. Aber ich denke, die Stelle werden wir schon noch in dem Part hier schaffen. Hoffe ich zumindest. Und dann klettern wir mal wieder. Und packen wir und werfen ihn hier runter. Auf Wiedersehen, mein Freund. Weiter geht's. Und die... So, haben wir mal so erledigt. Und jetzt müssen wir ja uns irgendwie mit dem... Also keine Ahnung, ich wedel hier mit dem Joystick rum. Aber es passiert nichts. Dann eben nochmal. Ich bin gespannt, ob ich... Wie viel Parts ich für God of War mehr brauche, als vorgesehen ist. Und auch hier... Ja, da hat es komischerweise jetzt funktioniert. Sehr merkwürdig. Und... Der soll jetzt langsam mal down sein. Jetzt noch der und die lassen wir einfach mal in Ruhe, die da hinten. Und auch hier machen wir wieder irgendwas. Hat auf jeden Fall funktioniert. Okay, komm, fall schon runter, um Gottes Willen. Die halten alle so viel aus. Und hier können wir auch runter. Und dann sollten die beiden jetzt auch mal hier kommen. Ja, da sind sie schon. Aber jetzt können wir hier auch wieder unseren Spartaner-Wall oder wie das auch immer heißt machen. Auf jeden Fall unser Schutzschild. Das ist auf jeden Fall effektiver als irgendwie auf dem Seil irgendwas zu machen. Das machen wir nachher, das Dokument, das da rumlag. Sehen wir uns mal nachher an. Vorher öffnen wir noch die Kiste und jetzt mal gucken. Notiz einer gequälten Seele. Okay, diese erdrückende Dunkelheit ist kein Ort für eine zarte Blume. Heute werde ich mich Hades anschließen müssen. Doch ich schwöre bei morgen, ich werde diesen widerlichen Ort mit dir verlassen. Nichts wird mich von dir fernhalten, geliebte Persephone. Peirithos. Tja, okay, Peirithos. Sehr schöne Worte, die du hier gerade eben gesagt hast. Ich würde sagen, wir öffnen noch die beiden Kisten und dann... Ist auch dieser Part hier zu Ende. Ich würde sagen, hier bin ich mal wieder sehr oft gestorben.
Aber ich hoffe mal, dass es besser wird. Ich hoffe es wirklich inständig. Naja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.